Hallo, meine lieben Nosy Rosies. Ja, wir leben noch. Ja, unser heutiges Thema ist mal Heteronormativität. Was ist das? Also ehrlich gesagt, hatte ich davon selber noch nicht so viel gehört. Aber eigentlich sagt es der Name schon. Also hetero könnten wir jetzt eben, ja. Heterosexuell und Normativität, das heterosexuell sein, das Normale, es ist die Norm. Also ja, es ist die Norm. Und also damit ist also eigentlich ein zweiteiliges Geschlechtersystem gemeint. Das heißt, Männer paaren sich mit Frauen und Frauen paaren sich mit Männern. Also ich weiß, dass Paaren jetzt nicht der richtige Ausdruck ist, aber ich sage das jetzt einfach mal so. Und ja, und genauso, und genau das ist eben normal. Und deswegen werden Homosexuelle deswegen als abnormal abgestempelt. Also man kann jetzt zum Beispiel ja, in Amerika gewisse oder auch hier werden von der katholischen Kirche Schwule und Lesben als abnormal gesehen. Und was abnormal ist, gilt eigentlich ja auch als krank. Man kann das so sehen, zum Beispiel, wenn jemand psychisch gestört ist und nicht so in unser System reinpasst, dann ist der ja eben nicht normal. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen krasser Vergleich, aber eben das wird eben so gesehen von dieser Heteronormativität. Ja, schlussendlich ist es aber eigentlich auch so, dass die Norm, also wenn man das eben so sagen möchte, man kann auch einfach sagen, die Mehrheit der Menschen ist heterosexuell. Deswegen werden Lesben und Schwulen gleich automatisch eben als von der Norm abweichend beschrieben. Und ja, das ist eben auch ein bisschen schwierig, weil wenn man von der Norm abweicht, dann wird man in gewisser Weise von der Gesellschaft ausgegrenzt. Das heißt, zum Beispiel, ganz viele Homosexuellen haben, also outen sich nicht auf der Arbeit, weil sie ja befürchten, deswegen ausgestoßen zu werden, weil man sie schlussendlich nur noch auf ihre Homosexualität reduziert. Und also ja, genau. Und nicht mehr auf ihre anderen Werte. Und ich glaube, das hindert einige daran, sich zu outen. Weil es eben schlussendlich einfach diese Vorurteile gibt. Es kommt natürlich immer darauf an, wo ihr lebt. Also zum Beispiel hier in Berlin. Gibt es sicher auch noch Leute, die damit Schwierigkeiten haben, aber. Also meiner Meinung nach schon viel weniger. Es ist wirklich irgendwie was. Ah, es ist eben nicht normal, aber es ist okay, es ist akzeptiert. Sicher nicht überall hier, aber mir fällt es einfach immer auf, wenn ich irgendwie auf dem Dorf bin. Und ja, dass die. Naja, ich weiß auch nicht, aber die Moral oder die Blicke schon immer noch ganz anders sind, weil man das eben nicht kennt. Man weicht von der Norm ab. Und wenn man von der Norm abweicht, dann ist man auch erstmal schnell, ja, das Hauptthema im Dorf. Hast du schon gehört, die hat eine Freundin oder hast du schon gehört, der hat einen Freund und so und ja, bla 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 bla. Also genau das gleiche wie wenn, weiß auch nicht, irgendein Jugendlicher sich,
Oder wenn ein Mädchen sich irgendwie davor hatte so lange blonde Haare und dann rasiert sie sich die Haare ab und jetzt hat sie eine Glatze und dann ist auch erstmal das Gespräch des Dorfes, weil es von ihrem normalen Bild von ihr ja, total abweicht. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so, ich weiß, ich rede ein bisschen durcheinander, aber ja. Auf jeden Fall, dieser ganze Begriff, der kommt aus dem Englischen. Und zwar heißt er da Heteronormativity. Und der wurde 1991 von Michael Warner in einem Artikel vorgestellt. Und dieser Artikel, der Titel davon hieß Fear of a Queer Planet. Also Angst vor einem queeren Planeten. Und ja, eben so. Das ist mein Beitrag zur Heteronormativität. Aber jetzt will ich euch mal fragen, ja, wie geht ihr damit um, dass ihr nicht in diese Heteronormativität passt? Oder vielleicht für die heterosexuellen Zuschauer, wie seht ihr denn das Ganze? Was für einen Blickwinkel habt ihr auf Schwule und Lesben? Und habt ihr Angst davor, dass mehr Schwule oder Lesben werden könnten? Oder was auch immer, macht euch das in irgendeiner Art und Weise Angst. Und ja, warum, und ich frage mich selber, warum sollten wir Angst haben, dass sich mehr Leute outen? Weil also wenn jemand, also ich bin davon überzeugt, dass jemand entweder schwul ist oder lesbisch oder eben nicht, dass man das irgendwie weiß. Und dass niemand irgendwie jetzt durch zum Beispiel, dass wenn ein Kind von zwei Müttern zum Beispiel großgezogen worden ist oder von einer oder nur von einer Frau oder nur von einem Mann, dass das nicht gleich automatisch jetzt schwul oder lesbisch wird, weil es das andere Geschlecht, also entweder keine Vaterrolle oder keine Mutterrolle kennt oder wenn man einen kleinen Jungen immer rosa Sachen kauft und dann einen Puppenwagen und oder er wünscht sich das und so, dann muss er noch lange nicht schwul werden. Das ist, ja, man sollte da irgendwie viel freier sein und gerade in unserer Zeit, wo, ich meine, wir sind genug Menschen und ja, wir sind ja nicht vom Aussterben bedroht. Also, dass wir jetzt irgendwie unbedingt Kinder zeugen müssten und so. Und ja, wie seht ihr denn das Ganze? Das ist ein bisschen ein großes Thema, würde ich mal sagen. Aber jetzt sehen wir gerade schon wieder getutet. Ich breche jetzt mal an dieser Stelle ab, aber ich finde es ein sehr interessantes Thema. Und ja, lasst uns mal da ein bisschen diskutieren. Also meine Fragen waren, muss ich noch mal schnell aufzählen. An Schwule und Lesben, wie ihr damit klarkommt, mit dieser Heteronormativität und ob die überhaupt für euch existiert. Ja, und für Heterosexuelle, ja, wie ist das für euch? Meint ihr, dass es mehr Schwule und Lesben gibt in letzter Zeit? Und wie findet ihr das und warum meint ihr, dass es so ist oder eben nicht so ist? So, das wäre es mal. Und ja, freue mich und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ciao. Ah, muss der Ausschaltknopf. Wo ist er denn? Ah, da. So, tschüss.